Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF Match Map. Ja, wir haben ein bisschen zu tun, achso, mit Jürgen und mit Benjamin natürlich. Guten Abend. Wir haben natürlich ein bisschen Rechnerei. Wir können jetzt aktuell an der Düngerherstellung nicht komplett irgendwas nicht einkaufen, weil sonst wird man über 100.000 kommen, weil wir, wie gesagt, für 3.600 am heutigen Ingame-Tag Diesel gekauft haben. Für einen Komposter. Entweder Holger. Ja. Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder störe. Ich habe kein Geld mehr. Will ich auch nicht. Eine saublöde Frage. Hast du schon mal Trauben ausprobiert auf der Matchmap in deinem Testspielstand? Nee, warum? Weil das, da waren wir jetzt gerade am Diskutieren. Wir haben mal geguckt, also auf dem Grundstück, wo wir es ja gerade vorne davon hatten, auf der ehemaligen Obstplantage, würde am Deich lang eine Rebreihe 10.000 Euro kosten. Hätte ich nur also teuer. Ja. Aber aus der einen Rebreihe erstmal wächst unwahrscheinlich lange. Ist nicht nur das, sondern auch, weil wir haben es das letzte Mal gemacht auf der Standardkarte. Jetzt wäre die Frage, hast du das überhaupt schon mal auf der Marsch gemacht? Ja klar, mach mir aktuellen Multiplayer-Spielstand, ja. Kommt wenigstens was bei rum, oder nicht? Nee. Lohnt sich immer noch nicht, oder? Du brauchst, wir haben auf der Marsch, haben wir 32 Reihen stehen, also 32 Reihen. Eine Reihe haben wir bezahlt, glaube ich, 18.000. Naja, ist auch so eine große, ja. Und auf diesen 32 Reihen ernten wir 26.000 Liter. Das lohnt sich aber im besten Willen nicht wirklich. Mal gucken, wer das macht. Ja, ja. Ne? Weil das war jetzt die Frage, inwieweit ist das Wachstum von den Weinreben hier geändert? Gar nicht. Glaube ich nicht. Warum soll das geändert sein? Das ist Standardwachstum von Giants, würde nichts geändert haben. Ja. Okay. Ja gut, das wäre jetzt halt die Frage gewesen, weil es hat mich jetzt einfach, mich hat es gerade einfach mal blödsinnshalber interessiert. Gibt es ja auch als Ziel, ne? Richtig, brauchen, deswegen. Ja, es ist ein Ziel, du brauchst 100.000 Liter, aber um die 100.000 Liter zu kriegen, brauchst du ganz schön viel Kohle. Also das ist... Also, Micha hat es gerade vorgerechnet, warte. Ernte kostet eine halbe Million, ne, glaube ich. Nee. 250. Der Ernte ist das kleinste Problem. Wie gesagt, ich glaube, wir haben definitiv öfter Standard, also öfter Multiplayer-Spielstand, haben wir 32 Reihen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ernten zwischen 26.000 und 27.000. Ja, und auf der Erlengrad hatten sie es damals, haben sie für 1,8 Millionen Reben gestellt und haben 350.000 Liter runtergekriegt. Nee. 350.000 Liter auf keinen Fall. Ja, auf 1,8 Millionen Liter Reben. Euro. Die haben für 1,8 Mille Reben gestellt. 1,8. Also, wo wir umgezogen sind, habe ich ja die Reben auf dem Multiplayer-Spielstand auch neu gepflanzt. Mhm. Wir haben auch für über 1 Million dort für Reben stehen, wo die 28.000 rumkommen. Das ist, ich finde es wahnsinnig teuer. Warte, wenn ich jetzt hier rechne, 32 mal 18.000. Ne, es sind 576.000. Haben wir vor einer halben Million Reben stehen? Ja. Gut, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Also, da kommt nicht viel rum. Nee. Das heißt, hätte man von Anfang an drauf gehen müssen, wäre schon pleite gewesen. Ja, effektiv. Ja, klar. Weil es kommt ja noch ein anderer Faktor hinzu. Ja, der Ernte. Ja. Weil, oder beziehungsweise das Wachstum. Bei der Rebe ist es ja so, wo ist denn das hier? Gibt's das ja nicht? Hä? Was? Hä? Was meinst du? Wo ist denn hier die Wachstumskarte? Die ist wohl weg, wenn man mit Seasons spielt. Die zählt ja nur für Season. Die ist nur für Seasons. Oh, was ist denn da drin? Du pflanzt die Reben im... Wann pflanzen du die? Du kannst die doch bloß im Februar, März pflanzen, ne? Ja, Februar, Januar, Februar, März, ja. Februar, März und erntest im September, Oktober, ne? Ja. Genau das.
Wenn du eine 500.000 in der Hand nimmst, brauchst du 4 Ingame-Jahre. Minimum. Nur um die 100.000 zu kriegen. Ja. Ja. Das lohnt vorne und hinten nicht. Also das ist... Da würde ich fast sagen, da müsste er was... entweder am Preis oder am Wachstum machen. So, du musst für 2 Millionen pflanzen. Dauert es bloß ein Ingame Jahr. Ja. Hat das nicht mal irgendjemand angesprochen, hier die eine Olivenproduktion umzuschreiben? Naja. Die von Weintrauben? Das ist... Du meinst die von Achim? Würdig. Hat da nicht irgendjemand das mal angeregt? Fände ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen, weil die würden einfach, würdest du einfach stellen und dann ist es für die anderen erledigt. Eben. Ja, wobei, so schnell ist die Olivenproduktion von Achim auch nicht. Wir haben davon ja 4 Stück stehen. Ja. Auf dem Wochenspielstand. Also pro Ingame-Tag 7.000, ist nicht wirklich viel. 6.500 pro Ingame-Tag. Ja, so ungefähr. Daher, das ist auch nicht wirklich Fülle. Nee, das mag schon sein. Da brauchst du halt auch eine ganze Weile. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt nochmal so ein Thema, was wir gesagt haben, okay, schnackt man nochmal drüber. Aber es ist auch ein interessantes Thema. Ja, uninteressant ist nicht, das ist klar, ja. Ja, auch für die anderen, die das, die Match mal nachspielen wollen. Ob sich das lohnt, wie es sich lohnt, was muss ich investieren. Da kommt ja einiges zusammen. Dabei. Du hast recht, ja. Ja, vor allem, ich bin jetzt eher überrascht, wie schnell Micha ist. Wieso? Der hat auch schon jetzt 600.000 im Ziel. Ach so, mit dem Heu, ja. Ja, ja. Der ist jetzt richtig flott unterwegs mit knapp 80.000 pro Fuhre. Ja, aber er fährt trotzdem maximal pro Ingame-Stunde 2-mal schnell. Mehr schafft er nicht. Anderthalb. Anderthalb mit diesem langen Gespann. Mehr gibt es das leider nicht her. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, die Zeit verfliegt ja heute wieder richtig. Ja, wir haben jetzt schon 4 Folgen, wir sind bei der 5. Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist schon halb 11. Boah, ich habe, also richtig gucken kann ich auch nicht mehr. Ich war mir eigentlich sicher, dass wir LFSM drauf haben, ja. Gut. Das LSFM-Vers ist drauf. Ja, das findest du aber oben unter... Ja, ja, ich habe es gefunden. Unter LKW. Ja. Oder auch unter Fahrzeuge, nicht unter Anhänger. Genau, 6 Monate für Wachstum, schreibt Rolf. 6 Monate brauchen die. Ja. Dafür bin ich ja gleich froh, wenn ich das Heu fertig habe. Helden, hallo. Und schönen guten Abend. 32 Reihen, Oliven, wir kommen gerade mal 19.000 Liter runter. Ja gut, 32 Reihen, wo hast denn die stehen? Also wir haben sie bei uns auf der Marsch auf Feld 28 stehen. Ist ja das neben Bahnhof und da haben wir 32 Reihen Weintrauben. Da kriegt ihr 32 drauf? Ja. Auf die lange Seite? Ja, der ist doch bloß ein, also wenn du auf die Karte guckst, waagerecht angepflanzt, also von links nach rechts. Ja, sag ich auf die lange Seite. Ne? 32 Reihen. Ja. Passt nicht dahin. Schlecht. Mehr passt aber nicht hin. Na gut, wir wollen jetzt und... Du könntest noch eine 33. Reihe könntest du noch pflanzen. Das würde schon noch gehen. Aber wird eng, oder? Nee, da kannst du noch richtig, da kannst du noch gut ringsrum, wirst du noch fahren können. Ja. 3 Meter Abstand. Ja, diesen vorgegebenen Abstand, diesen anderthalbe Kästchen. Wenn du mit F4 anpflanzt, siehst du doch dieses anderthalbe Kästchen, wo es mal einrastet. Ne? Ja. Das geht schon. Ja, ist richtig, Farmer. 2-mal pro Jahr, pro Ingame-Jahr könntest du ernten. Wir spielen ja ohne Seasons, warte wieder verkehrt. Ja, ja, vor allem, es dauert ja noch eine Weile, bis sich hier die ganzen Aufträge auch synchronisiert haben. Dass die auch im Dezember Ernteaufträge kommen und so weiter, das dauert ja auch noch alles. Es beeinflusst aber dein Wachstum nicht.
Nee, nee. Nee, weil wir hatten jetzt geguckt für unseren Wochenspielstand. Übrigens, da seid ihr auch mal gerne eingeladen zum Mitspielen, wenn ihr wollt, zum Angucken. Auf Feld 28 nämlich die Ding zu machen, die Gewächshäuser. Na gut, die haben ja unten, wir haben auf der Insel, links auf der Insel in der Mitte haben wir ein bisschen Wald Ja. weggenommen und haben die in den Wald dort reingestellt. Ja, oder so. Wochenspielstand, da musst du auch Zeit mitbringen. Ja. Du meinst bei uns unter der Woche mal mitzuspielen? Ja, klar. Wie gesagt, ihr dürft. Ja, der Tag ist auch zu kurz. Ich weiß, das ist immer zu kurz. Ja. Aber wie gesagt, es gilt für dich, Benny, es gilt für dich, Jürgen. Ihr seid herzlich willkommen auch mal unter der Woche. Ich muss ja für jeden Tag fast eine Stunde aufnehmen. Ja, das ist halt ein Haufen Holz. Ja, und ich gestehe, ich habe nicht mehr die Zeit dazu, effektiv und auch nicht die Lust, mich abzuhetzen, jetzt mit der Kleinen zusammen jeden die Matchmap-Folgen aufzunehmen, um sie dann wieder hochzuladen. Da habe ich weder Zeit noch Lust noch Nerven dazu aktuell. Ja Das gut, gestehe ich. die Folgen brauchst du ja zwischendurch bloß immer auf den Knopf drücken. Es läuft ja parallel. Ja gut, aber trotzdem, du weißt selber, wie lange dauert die Arbeit, ein Thumbnail dazu zu machen, einzustellen, hochzuladen. Ich habe immer bloß dasselbe mit durchnummeriert. Das geht am Ja. schnellsten. Ja, klar geht das am schnellsten, habe ich auch Screenshot, oft. Screenshot mache ich nicht noch extra. Ja, aber das ist halt trotzdem, bis du es zusammen gebastelt hast, liegst du da auch bei 5 bis 10 Minuten pro Bild. Nein. Weißt du, ja, aber du warst nicht? Ja, ich mache eins fertig, die nummeriere ich durch. Ich nummeriere Ja. in 10 Minuten 20, 30 Stück. Ja. Nee, das ist halt. Nö, das. Da muss ich dann mit dem Kopf dabei sein und Ja. das sehe ich nicht mehr wirklich. Sehe ich aktuell nicht die Zeit dafür. Für mich. Es ist so. Ja, Zeit ist auf der Marsch nichts, das ist ruckzuck rum, ne? Nee, das ist. Auf der Marsch, ja. Aber selbst hier auf der Matchkarte ist das Selten schreibt, da hat sich auch ratzfatz. auf der 28 die Oliven, ja klar. Gut, ich weiß jetzt nicht, der Ertrag Oliven und Trauben, ob der unterschiedlich ist. Wäre interessant. Also die Plantage von Achim, die ist nice. Also Ja, sie läuft schön angenehm. Wir haben keine Oliven auf der Marsch. Wir haben auch bloß die Plantage von Achim zwei Stück. Und die Aha. reicht, du machst ja, glaube 200 oder 400 Liter mehr, wie du brauchst in der Ölmühle. Ja, vor allem das Ui. Olivenöl ist ja nur zum VK da. Das kannst du ja noch nicht mal in den Produktionen nutzen. Ja, doch. Seit In welcher? gestern? Seit gestern? In welcher? Ach nee, Sonnenblume und Rapsöl, ne? Richtig, Sonnenblume und Raps hatten wir es gestern drüber. Olive und Lavendel ist nice to have als zum Geldmacher. Benni hier auch 180er, Benni? Ja, Ja. auch 180er. Die können wir alle dann in den Komposter einmal laden. Du machst doch bestimmt noch ein Luzerneballen, oder? Ja, der zeigt aber jetzt schon in der Vorkammer Gras an. Da müssen Nee. wir mal gucken, weil wir müssen dann erst die Luzerneballen noch mal wegfahren. Also Aber mache irgendwie ich ist dann. bei mir komisch, da spawnen die Ballen immer außerhalb der Presse. Bei dir auch? Ja. Es ist synchron. Wenn du fertig ist, wird sie rangezogen. Ne? Ja, und dann schmeißt er sie hinten raus, als Wir wenn. sind, da sind wir Ich kann einfach, das nicht gucken. da sind wir einfach zu viele Leute auf dem Server. Das ist einfach ein Synchro-Problem. Okay. Ja. Das reicht schon, wenn du da zu dritt oder zu viert bist. Wenn wir da manchmal auf dem Multiplayer sind, dann bleibt der Ballen stehen, der wird nur Luft gewickelt und wenn er fertig ist, wird er rangezogen. Ja, bei mir hat es gerade gemacht. Genau. Nee, Benny zeigt mir woanders, wo ein Grasballen ist. Okay. 7500 Liter. Rolf schreibt, er hat 37 rein
Oliven auf Feld 10. Na gut, Feld 10 ist ja noch mal ganz schön ein Stück länger. Das reicht nicht für die Ölmühle. Das kann ich mir vorstellen. Ja, na gut, wir sammeln unsere Oliven-Dinger auch schon die ganze Zeit. Unsere Olivenkisten und Lavendel, was wir heuschrecken können. Damit wir dann die Ölmühle anschmeißen können. Aber das ist ernsthaft die Frage, wie viel sollen wir denn da noch machen? Von Raps und Gedöns. Also Raps und Sonnenblumen, meines für meine Begriffe, braucht die Raffinerie zu viel. Also bei uns wird es jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Raps nur für die Raffinerie nehmen und Sonnenblume für die Ölmühle. Um das dann das Sonnenblumenöl weiter zu verarbeiten. Weil was anderes bleibt uns ja nicht. Ja, aber trotzdem brauchst du ja, ist ja egal, ob du jetzt, eine Million Liter Raps, eine Million Sonnenblumen in die Raffinerie schmeißt oder 2 Millionen Liter Raps, das ist doch hin wie her. Bedingt, weil du kriegst ja mehr vom Feld runter von Sonnenblumen pro Hektar wie von Raps. Das ist richtig. Normalerweise müsste man bloß noch Sonnenblumen für die Raffinerie nehmen. Jetzt habe ich mich verfahren. Falscher Trigger. Entschuldigung. Bin ich schuld? Nein. Ich sitze doch im Trigger. Ja, aber ob ich dich abgelenkt habe? Ach wo? Ein Abladepunkt da im Autodrive, schon weiß Holger nicht mehr, wo er hin will. Genau. Holger verloren ohne Autodrive? Nee. So, wo bringen wir das hin? Naja, dann zuckeln wir mal, weil ich zuckel mal wieder weiter. Jo. Aber danke für die schöne Unterhaltung über das Thema, weil das ist halt doch wirklich interessant. Ja. Aber ihr braucht viel Geld für den Wein. Ja, ganz viel Geld. Ja gut, wenn du dir überlegst, um die ganzen Gewächshäuser zu stellen, da brauchst du auch 2 Millionen. Ja. Und kriegst ungefähr, was kommt rum, glaube ich, knapp 70.000, ne, pro Ingame-Tag. Bei der Gemüseplantage? Gewächshäuser. Ah ja. Achso, du meinst jetzt hier auf dem Matchmap? Nee. Aus Dani sein Gewächshaus. Wenn ja, das nur, haben wir ja nicht stehen. Wenn du nur eine Frucht raustust, kriegst du ungefähr 70.000 raus pro Ingame-Tag. Ja. Ja, es ist. Würde. Na gut, du musst zu viel. Ja. Hast zu viel Einkauf. Ist aber theoretisch in meinen Augen lukrativer wie die Standardgewächshäuser. Seine ja. Aber so nice to have hier auf dem Matchmap welches stehen zu haben, ist es trotzdem schön. Ja, aber da kommt zu wenig rum. Du, ja, es ist ja nur ein kleiner Lückenfüller für uns gewesen. Und dafür kommt genug bei rum. Hofdeko. Noch nicht nur Hofdeko. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe von 3 Paletten verkauft, dann hat er auch meine 25.000. Ja, für die 3 Paletten. 3 Paletten von 5 Gewächshäuser habt ihr, ne? 3. Ach, ihr habt 3. Ach nee, Daniel 3. Hat 5. Dani hat 5, wir haben 3. Ja. Und ihr macht nur Erdbeeren, oder? Ja. Ja. Also wenn du es dir durchguckst, ist es das Sinnvollste, was du machen kannst. Ja, ist ja klar. Und es sind 2 Ingame-Tage gewesen, mindestens, ne? Anderthalb? Ja. Ja, das ist trotzdem, ist das... Deswegen, das ist so ein netter Nebenerwerb. Für das es so nebenbei läuft. Nein, gut, du musst nur Wasser hinfahren, das ist alles richtig. Erstens nur Wasser hinfahren und zweitens kosten die Dinger nur 10.000. Boah. Also so gesehen ist das mehr wie ein netter Nebenverdienst. Eigentlich ja. Wir haben jetzt schon 3-mal verkauft, insgesamt seitdem wir sie haben. Also da, das lohnt sich schon. Ja, vor allem gibt es als Mod, ne, wo du Oliven und Trauben haben kannst. Das Gewächshaus kenne ich. Ne? Nee, das haben wir hier nicht drauf. Ja, so richtig lohnt. Ich habe mal bei jemandem zugeguckt, der hat auch auf der Standardkarte gespielt.
wollte eigentlich mit den Gewächshäusern nur Geld machen. Ich glaube, der hatte relativ viele. Also ja. richtig Geld ist da nicht rumgekommen. Nee, deswegen sage ich ja, das war ja von vornherein nur so, genauso jetzt auch mit dem Honig. Es ist nice to know und einfach, es steht einfach. Ja. Es kostet wenig Geld, es läuft nebenbei. Ja, es ist eventuell nachher das Quäntchen auf der Waage, wenn es darum geht, um einen Kredit zurückzugeben. Also mich nicht da dran. Und es ist die Aktion jetzt hier auch effektiv, wo man sagen kann, okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Und warum fahre ich hier falsch? Falsche Insel. Kostet 1000. Nein, nicht falsche Insel, falsch abgebogen. Zum Kredit zurückzahlen, wo du es dann sagen kannst, okay, dann vergesse ich das halt mal ein, zwei Tage oder drei oder vier und kann damit den Kredit zurückzahlen. Wo ich dann aber auch wieder Umsatz mache, was ja auch wieder in die Bilanz reinspielt. Oder nicht? Ja. Und ja. Weil es ist trotzdem ein Durchlaufposten. Navi meldet, bitte wenden. Bitte wenden. Ah. Bitte wenden, bitte wenden. Ja, ich bin vorbeigefahren. Hast du schon mal versucht, auf einer grünen Fläche, auf einer hellgrünen Fläche hellgrüne Ballen zu sammeln? Es geht. Ist schwierig, oder? Vor allem, wenn da noch Büsche dazwischen sind. Am besten einwickeln, da sieht man die besser. Ach nee, geht mit Häuser schlecht. Nee, genau. Aber Fakt ist, also ich habe jetzt gerade die letzten Heumengen in unser Lager gefahren. Gibt's ja bald Geld. Frühestens am nächsten Ingame-Tag. Für uns? Ja. Wenn der andere schon nicht bezahlen will. Genau, ja, der drückt sich hier von Zahlen. Ja, ja. Ja, vielleicht kann er ja auch nennen. Der war gut. Wie sieht denn das da aus? Hier hat mal einer geguckt, ne? Ne. Aber er drückt sich, glaube ich, um die letzte Fuhre. 586.000, was hat er damit vor? Wer? Daniel. Danny? Ne. Wo? Auf dem Konto. Ach so. Da kann er doch das Ziel zumachen. Müsste er nicht eigentlich sogar zwei Ziele schon zumachen können? Na klar. Gras und Hackschnitzel? Ja. Ja, Gras und Hackschnitzel. Ja, und du könntest dann fast Silage und... Silage und Luzerne. Silage, Luzerne und Steine. Ja, da fehlen noch ein paar. Steine fehlen aber, da müssen noch ein paar Hektar noch pflügen. Also so viel dürften euch da nicht fehlen. Wie viel brauchst du denn dafür? 100.000 nur? Ja, 100.000, Hälfte haben wir erst. Ja. Ich suche den letzten Ballen hier auf dem Feld. Sei froh, das hell ist. Stell vor, jetzt wäre es noch dunkel. Ist genauso schlimm. Ich sehe den vor lauter Büschen nicht. Das ist grausig. Wahrscheinlich liegt er irgendwo hinter einem Busch und ich finde ihn erst beim Weiterbearbeiten. Wenn du mit dem Brecker oben drauf stehst, dann hast du ihn gefunden. Genau. Vermutlich. Aber weißt du, was Daniel ich spart fürs zweite Ziel. Achso, Psychobäcker schreibt ja Drescher. Na, ist mir klar. Er braucht auch noch einen Drescher. Mehr brauchen wir auch. Wir haben kein Erntefahrzeug bis jetzt. Wir müssen auch noch ein paar Ballen einwickeln. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, es bleiben fast 20 Ballen Heu über auf Feld 1 bei uns. Dann weißt du, welches ich meine. Mhm. Holger, oder? Jo. Da bleiben 20 Ballen über. Ohne das Loch zuzuschütten. Feld 1. Die Wiese. Mit dem Loch drin. Wahrscheinlich die 51 ist. Was bei uns 51 ist.
Aber Fakt ist auch, jede Drescher Mist. Das Loch ist doch auf Feld 3. Oh. Ja. Daniel hat sein Geld hat abgenommen, er hat Land gekauft, wurde mir berichtet. Was Warte, ich geh mal kurz gucken. Was hat er gekauft? Er hatte 30 gekauft. Was ist denn da drauf? Nee, 30 hat er nicht gekauft. Der 31, sorry. Dann das Gerste, oder? Genau, Gerste im Dunkelgrün. Da braucht er bald einen Drescher. Also muss er die Lagerballen muss er verkaufen. Ja. Sonst vergammelt die Gerste auf dem Feld, oder? Na, ich guck gerade mal nach dem Unkraut. Mal gucken. Nimm ohne Unkraut. Voll gedüngt. Was kostet das Feld? Oh. 31 ist ja bei uns 63. 500. Ja, kriegst du dann 200.000 mindestens an Kredit beim nächsten Mal. 200 bis 250, die Hälfte kann er kriegen. Je nachdem, was jetzt sein Fuhrpark. Der nimmt ja schneller ab an Wert. Wir haben ja nach wie vor unseren Anfangsfuhrpark. Ja, wir auch. Wir haben ihn eher noch verkleinert aktuell. Weil wir was ungenutzt rumstehen hatten. Da haben die aber auch schon drüber diskutiert. Hat die Vulkanschecke auch schon einen Vorschlag gemacht, einen Traktor zu verkaufen, weil sie ja nur mit drei Mann sind und nicht mit vier. Haben sie vier Trecker oder was? Ja, ja. Ja gut, wir haben auch drei Trecker und einen LKW. Guck mal, ich würde es mir wünschen, wenn es vergammelt. Sorry. Ja, wir spielen doch ohne Vergammeln. Schade. Können wir sich mal kurz einstellen? Bist du gehässig? Nee, es kann eigentlich nicht vergammeln. Das Einzige, was passiert... Er muss die Silage verkaufen, um Geld zu machen, damit er seinen Drescher holen kann. Bei, wenn wir ja ohne Seasons spielen, ist es so, dass wenn Missionen angeboten werden, das haben wir ja schon gesehen, es werden dann plötzlich eine Flugmission angeboten, obwohl das Feld noch als erntereif angezeigt wird. Und in dem Moment, wo du die Flugmission annimmst, ist das Feld vergammelt. Ja. Das haben wir schon gehabt, das wird dann passieren. Aber ich glaube, von der Sache her, dein eigenes Feld kann meines Erachtens nicht vergammeln. Ja, aber ich verdümpel mich jetzt. Ich wünsche euch was. Es war wieder mal ein schönes Gesprächsthema. Und du hast eine passende Überschrift für die Folge, Holger, oder? Ja, ja. Jenny zu Besuch, ne? Jenny zu Besuch und wie war das mit dem Wein? Also. Wir können eine Flasche holen, ja. Das macht mehr Sinn, als hier welchen anzupflanzen, ja. Hier. Genau. Alkoholische Gespräche. Genau. Also, bis dann. Ja, bis dann. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, bis auf ein, zwei Ballen sind unsere Silageballen fertig. Ja, ist richtig. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. 2,5 Stunden. Nein, ich wollte das nur mal so erwähnt haben. Oh, warte. Einfach. Nein. So, Herbizid ist alles verkauft. Weil wir haben mit den Ballen haben wir Zeit bis nächsten Ingame-Tag. Also da kann er uns nicht in Rang ablaufen. Wir müssen es halt bloß am nächsten Morgen durchziehen. Das ist die Frage. Wir haben jetzt 15:43 Ingame, ne? Runter kriegt man die nicht mehr. Angesägt kriegt man das ja nicht mehr, ne? Nee. Jürgen ist es am Pressen. Ich fange gleich an zu sammeln. Nee. Ja, gut, dann könnten wir uns. Da würde ich jetzt noch. Oder weiß ich nicht, ob wir. Wir brauchen auch noch ein bisschen Geld.
Ob wir sonst die Bäume noch weghauen und verkaufen? Weiß nicht, wo ist denn der Hackschnitzelpreis hin? Ist der arg gesunken? Moment, ich schau nach. Hack, Hack. Nee, muss weiter oben sein. Warte mal, ich schreibe hier nochmal Folgenende. Hackschnitzel. 199 Gärtnerei. 200 Gärtnerei Süd. Ja, 200. Also unheimlich runter. Müssen wir mal gucken, dann müssen wir was anderes machen. Das heißt nur ungefähr 20.000 eine Ladung. Oh, jetzt weiß ich, warum die Bahn so schief sind. Mein VCA ist ja total verstellt. Wieso fährst du Schlangenlinien bei VCA? Ich habe es jetzt an der Straße aus Versehen angemacht. Und denk mir, die gehen ja quer über die Straße. Boah, hat mich Jenny vorhin so. Ja, habe ich mir so ein Blödsinn gemacht vorhin. Hm? Hat jemand gemerkt? Von Zuschauern? Nee, hä? Ja, richtig Käse gemacht. Nee, ich habe 2000 Liter Dieselgold an der Tankstelle. Und bin dann unter den Separator gefahren, habe Herbizid drauf gehauen. Oh, das geht? Ging. Ich habe ja die 10.000 Liter Herbizid verkauft. Teurer Spaß. Ja. Weil die 2.000 Liter Diesel sind weg. Weil 10.000 Liter Herbizid waren noch drin. Ich habe den Diesel nicht ausgekippt, ne? Achso, geschrieben habe ich es, aber ich mache meine Folge gar nicht zu Ende hier. Jörg, vielen, vielen Dank. Ne? Also, ja. Sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Übermorgen kommt nächste Folge hier auf YouTube von der Matchmap. Bis dahin und tschüss. Ciao.